So Leute, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Jack and Dexter The Precursor Legacy Part 20, tatsächlich schon. Und wir sind jetzt hier in der dunklen Passage und hoffen noch mal, dass uns hier ein Licht aufgeht. An und für sich ein ziemlich schöner Levelabschnitt. Fand ich damals schon ziemlich cool, aber es wird teilweise nachher doch recht schwierig. So, Spähfliege. Gehört sogar mit zur Spinnenhöhle noch, logischerweise. So. Gut. Wenn hier erstmal das Licht ausgeht, dann hat man hier echt schlechte Karten. So. Dann kann man nur noch raten. Energiezelle. So, erstmal schauen wir, wo das hier hingeht. Ach, hier lang. Okay. So kommen wir hier wie... Achso, das ist wieder der Anfang. Wir sind einmal durch. Alter Schwede, habe ich gleich erkannt. So. Gut, hier war ja nur ursprünglich der Kristall. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas war. Hey, ich bin noch richtig. Hier will ich hin. Ich gehe einfach weiter nach vorne. Gut, haben wir. Wie viele Precursor Orbs fehlen uns noch? Oh, wir haben ja fast alles. Außer die dunklen Ekro-Kristalle. Da fehlen uns noch welche. Spähfliegen auch noch. 18 noch. 18. Für die Spinnenhöhle. Kriegen wir dann 18 Stück her? Hier waren keine mehr, ne? Doch. Doch. Weiß gar nicht, wo ich jetzt hinspringen soll, aber... Ey, ich will hier runter. Gut. Hier hinten... waren ja doch auch noch irgendwo welche. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wo das war. War das hier irgendwo? Komm, wir gucken einfach mal. Mehr als falsch kann es ja nicht sein. Oh, es war richtig. Genau. Auf der Seite waren keine mehr, ne? So Kristalle und so. Nö. Wo ist der denn? Ich denke mal, dass es 4 Stück waren, ne? Wo war der denn? Hier waren wir ja vorhin schon. Waren wir hier? Nee, glaube ich nicht. Ist er von hier gekommen? Ich
So, von hier sind wir gekommen. Das bringt ja nichts. Da müssen wir wieder zurück. So. Gehen wir nochmal reihum. Und gucken, ob wir irgendwas vergessen haben, weil uns fehlen 18 Stück. 18 Stück ist schon ein gutes Stück an Orbs. So, lass uns mal die Augen aufhalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Gehen wir hier nochmal lang. Nee, von da sind wir gekommen. Das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Vielleicht hier unten irgendwo. Geheimgang, technisch irgendwas. Das ist immer das, was ich halt hasse. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Man muss immer raten. Ja, und das ist das Einzige, was mich halt mega stört. Da ist Jack 2 und 3 einfach um einiges besser. Da haben wir nämlich eine Karte. Ach, was soll's. So, wir gehen jetzt hier nochmal lang. Gucken uns hier nochmal um. Irgendwo muss das ja sein, ne? Also. Vielleicht haben wir hier doch einen übersehen. Nee, ausgeschlossen. Hier brauchen wir nicht mehr hin. Hier vielleicht was übersehen. Glaube ich aber auch nicht. Tatsächlich doch übersehen. Ich glaube es halt nicht. Zurück. Haben wir jetzt alle? Ich glaube, das war der letzte dunkle Eko-Kristall. Sehr gut. Sonst vielleicht noch irgendwas hier drin übersehen? Nein. Gut. Ja, dann hat sich das Thema schon mal erledigt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir da was übersehen haben. Gut, hier ist ja auch nichts. Ja, ich denke mal, gut, das hat sich jetzt da erledigt. Ich denke mal, wir können jetzt das sein lassen und gehen hier wieder zurück. Mich stört es halt immer noch extrem, dass ich immer noch nicht weiß, wo zum Geier die letzten Precursor Orbs sind. Weil es sind ja nicht nur einer oder zwei, sondern es sind ja mehrere. Und ich weiß einfach nicht, wo die sind. Und das stört mich gerade ziemlich doll. Es frisst halt alles wieder Zeit und das ist halt das, was ich meinte. Das ist das, was mich stört. Sonst echt top, aber dieses planlose Umherlaufen, weil man einfach keinen Anhaltspunkt hat, außer sich halt ständig selber zu merken, wo man schon war und zumindest versuchen, weil ist ja auch nicht ganz einfach in so einem Level.
den Überblick zu behalten nachher. Na, lass halt los. So. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt alles meiner Meinung nach abgesucht. Und mich nervt das halt gerade ziemlich doll, bin ich ehrlich. Also, ich bin ja hier, weiß Gott, ein gründlicher Sucher eigentlich. Also, verstehe ich nicht, warum wir nicht die letzten Stück finden können. 12 Stück. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt noch suchen soll. Ich renne hier immer dieselben Wege ab. Das bringt auch nichts. Tja. Ja, und von hier sind wir gekommen, ne? Nee, doch nicht. Aber vielleicht haben wir das ja hier. Vielleicht habe ich hier wieder was übersehen. Haben wir alle Spähfliegen? Nee, eine fehlt. Hm. Okay. Ja. Geh halt nicht kaputt. Hatten wir hier hinten noch was? Bei dem Spinnennest? Kann das sein? Weil hier ist ja, ja, tatsächlich, da sind sie. Mindestens 4 Stück, 8 Stück. Oh Mann, ey. Dann müssen wir den blauen Ego hinten. Nicht ins Licht kommen, Jack! Nicht ins Licht kommen! Oh, ein Stück nach links. Ich kann die Kamera auch nicht so weit drehen, das nervt voll. Gut. Ach, kann man die damit auch aufmachen, mit dem weißen Echo? Oh, die Viecher kommen halt immer wieder neu, immer wieder. Nee, kann man nicht. Dann brauchen wir doch gelbes Echo. Ist das nicht eine gelbes Echo-Quelle? Ach, Mann. Na ja, besser du. Als ich. Gelbes Ego. Haben wir hier irgendwo eine Quelle davon? Hm, immer zu weit nach rechts. Ist mir jetzt zu blöd. Da gehe ich lieber geradeaus. Ganz ehrlich. So. Gut. So, wo kriegen wir gelbes Echo her? Ist es das da oben? Reicht das auch? Da ist mehr gelbes Echo. Könnte sein, dass es reicht. Könnte sein.
So, wir warten, bis das wieder da ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ja, so wird das nix. Das kann ich euch sagen. Ich weiß noch nicht, wie man das jetzt aktiviert. Ist ja kein Knopf. Oh Mann. Ja. Das hat wehgetan. Soll ich Verstärkung holen? Gut, ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Ich werde hier nochmal alleine ein bisschen rumprobieren, rumgucken und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.